So, hallo erstmal zu unserem Temba Guide zu Ulala Idle Adventure. Der Hintergrund von diesem Guide-Video ist, dass ich jetzt schon öfters gelesen habe im Chat, wie soll ich Klasse XY tempern, auf Deutsch härten. Und ich mir jetzt deswegen gedacht habe, ich mache dazu einfach mal einen Guide, um vielleicht dem einen oder anderen doch ein bisschen was zu erklären. Vielleicht bringt's was. Dann schauen wir uns das hier gleich mal direkt einfach an. Das ist jetzt hier mein Hunter. Und meinem Hunter habe ich jetzt im Endeffekt auf Crit Attack und Aufspießen getempert. Oder gehärtet. Deutsch. Das würde ich sagen, das ist jetzt mal so eine 0815 Standard-Meta für Damage-Dealer. Also Damage-Dealer, da fällt der Hunter, der Warlock, der Assassine und der Mage drunter. Aktuell gibt es ja nur diese Damage-Dealer. Wer Härten gerade erst freigeschalten hat oder gerade dabei ist, freizuschalten, wenn man hier draufklickt, schaut es dann so aus. Man muss dann hier die Shells ausgeben, muss ein paar Mal drücken. Dann erhält man das. Wichtig ist, wenn ihr Free-to-Play-Gamer seid, hebt euch eure Seesterne auf, weil bis ihr alles mal richtig getempert habt, so wie ihr es braucht, werdet ihr einen Haufen Seesterne brauchen, ja. Weil zum Beispiel das Level erhöhen, sobald ihr mit eurem im mystischen Dungeon den Boss besiegt habt, bekommt ihr immer diese Bücher, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Und damit könnt ihr dann eben euer Equipment höher stufen im Rang. Ja, und dann könnt ihr eben auch den Härtenrang erhöhen und es kostet immer Seesterne. Das heißt, Seesterne nicht sinnlos verpulvern, sondern immer aufheben. Ich meine, im späteren Spielverlauf, da legt man dann auch nicht mehr so wie am Anfang am Tag irgendwie fünf mystische Bosse, weil man da ein bisschen gepusht hat, sondern es geht dann immer so peu à peu. Und dann kriegt man diese 30 Seesterne eigentlich auch immer mit seinen Daily Quests. Das ist überhaupt kein Problem. Aber gerade für den Anfang, gerade wenn man es freigeschalten hat, so Level 9, ich glaube 39 war das, so Level 39 rum, Level 49 rum, ruhig die Seesterne aufheben erstmal, weil man braucht da echt eine Menge, um seine Skills so hinzubekommen, wie man es will, weil die nächste Phase an der ganzen Geschichte ist, wenn ihr der Stat wird zufällig ausgewählt. Und wenn ihr einen anderen Stat haben wollt, müsst ihr den auch mit Seesternen neu auswürfeln, ja. Also ich habe hier teilweise 500 oder 1000 Seesterne nur in einen Stat mal reingeballert, weil ich da halt wirklich dann 40 mal drehen musste. Also ist auch vorgekommen. Ich hatte aber auch Glück und habe zweimal gedreht und da war der passende Stat da. Also hebt eure Seesterne auf, wenn ihr zu weit seid und benutzt die sinnvoll. Ja, das wäre so mal erstmal das Erste dazu. Also wie gesagt, für Damage Dealer bietet sich das natürlich dann an. Crit und Attack ist ja selbstredend, ne? Crit erhöht die kritische Trefferchance. Aufspießen, das ist so dieser letzte Stat, da gibt es immer so zwei Meinungen dazu. Die einen vertreten die Meinung, ja, man sollte, egal ob Healer, Tank oder DD, man sollte da immer HP reinmachen. Andere sagen, ja, so wie ich jetzt eher der Meinung bin, man sollte da halt eben aufspießen, beziehungsweise Impale heißt es ja im Englischen, man sollte da Impale reinmachen. Weil erstens hat man als DD immer ein paar Möglichkeiten, für Self-Heal zu sorgen, wenn es doch mal eng wird, wenn man sich halt den entsprechenden Skill reinpackt. Zweitens, ja, muss man das halt wirklich mal im Auge behalten. Also wenn man wirklich merkt, man liegt, obwohl der Heal eigentlich passt und der Heal gut ist, man liegt permanent im Dreck, weil irgendeine Bossfähigkeit mich quasi one-hittet, die man auch gar nicht unterbrechen kann oder so. Ja, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen und vielleicht der ein oder andere aufspießen dann auf HP umwürfeln. Ja, das kann ich jetzt so nur nicht sagen, weil ich so weit noch nicht im Content bin
da wirklich jetzt endgültig zu sagen, ja, man braucht unbedingt HP. Also zum Beispiel, mir ist aufgefallen, zum Beispiel mit meinem Hunter habe ich 155k HP und mein Mage, der hat immer ein bisschen weniger. Also es kommt auch ein bisschen auf die Klasse drauf an. Das muss man halt dann immer selber ein bisschen im Gefühl haben und gucken, was macht Sinn, was ist sinnvoller. Also da will ich jetzt hier auch keine hundertprozentig in Stein gemeißelte Empfehlung geben, ja, also so wie die 10 Gebote, sondern da muss man halt selber ein bisschen gucken. Kommt man damit zurecht, kommt man nicht damit zurecht? Zum Beispiel, ja, jetzt muss man nochmal zu, bei meinem Hunter habe ich ja dann auch zum Beispiel diese Falkenhilfe, ja, mit der heile ich mich dann selber. Und eigentlich jede DD-Klasse hat sowas, um sich mal selber zu heilen. Weil ich meine, so kann man zur Not dann auch den Healer ein bisschen unterstützen, wenn es wirklich mal eng werden sollte. Mit dem ganzen Heal und mit dem Life. So, dann habe ich noch was vorbereitet, nicht erschrecken. So, das ist jetzt mal von dem Healer. Die Temperwerte. Auf der linken Seite seht ihr die gerade eingeblendet. Und ja, also bei einem Healer ist es im Endeffekt auch so. Attack, Crit, ja, auf jeden Fall Attack, weil mit Attack steigt die Heal-Fähigkeit. Heals können critten, also tempert man auch Crit. Und dann habe ich bei meinem Healer aber HP reingemacht. Weil, ja, toter Healer kann nicht healen. Klingt jetzt albern, aber ist halt so, ne? Also, der Healer soll keinen Schaden machen, also nur ein bisschen. Oder klar, bei manchen Bossen muss der Healer auch ein bisschen mehr Schaden machen, aber man kriegt trotzdem keinen Damage-Dealer draus. Und deswegen wäre Aufspießen beim Healer Verschwendung. Also bleibt als sinnvollster Stat im Endeffekt nur HP, vielleicht Armor, aber naja, dann lieber HP. Ja, weil ich wüsste auch nicht, was man sonst noch bei einem Healer dann reinmachen sollte. Also HP, lieber ein bisschen mehr HP und Gutes, ne? Bei einem Tank schaut das natürlich dann schon ein bisschen anders aus. Dann blende ich jetzt auch mal kurz ein. Also, das ist jetzt von einem Gladiator. Also, und da sieht man ja auch dann klar, HP, klar, erste Stat, Hauptstat, den sollte man direkt machen, danach Block und danach kommt es drauf an. Also, viele sagen, würden jetzt wahrscheinlich sagen Armor, aber ich bin der Meinung, für mich persönlich, für meinen Gladi, habe ich jetzt Ausweichen reingemacht, weil ich denke, mit hoch genug vorankommen im Spiel und wenn dann die Stats auch irgendwann hoch genug sind, macht sich das Ausweichen besser bemerkbar bei einem Tank. Weil, ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt nur als rein fiktionalen Wert, ja, man hat dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Armor überall drauf, ja, und bekommt halt dadurch dann im Vergleich dazu halt dann vom Boss, keine Ahnung, halt 1000 Schaden weniger, also. Statt, sagen wir mal, 100.000 Schaden bekommt man dann noch 99.000. Und ich habe dann aber so einen hohen Ausweichenwert, dass ich alle 3, 4, 5 Angriffe dann die 100.000 komplett vermeide. Ist es in meinen Augen sinnvoller und entlastet den Healer halt doch um einiges mehr. Aber wie gesagt, das wird sich zeigen. Also kann auch sein, dass ich das irgendwann vielleicht doch auch wieder auf Armor umwürfel. Aber ich. Naja, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich das schon bei Ausweichen bleibe. Also, doch, ich denke, das macht schon Sinn. Gerade für den Gladi. Bei dem Warrior schaut es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da hat man als Hauptstat natürlich auch HP. Und danach aber direkt Armor, weil, wie gesagt, wie in dem Attribute-Guide schon erklärt, die Skills vom Warrior skalieren ja alle mit Armor. Deswegen muss man auf jeden Fall Armor mit tempern. Also eventuell sogar, je nachdem, als ersten Skill. Also als erstes Attribut direkt Armor rein. Aber ich hätte jetzt bei meinem Warrior, also hätte ich einen Warrior, der so hoch ist zum Tempern, hätte ich als erstes wahrscheinlich auch erstmal HP gemacht. Danach Armor. Und dann Block. Also bei einem Warrior
würde ich nicht auf Ausweichen gehen, sondern wenn dann eher auf Block, weil der natürlich mit dem, wie soll ich sagen, Block und Armor, das synergiert besser, weil wenn man mal kurz guckt, wenn ein Angriff geblockt wird, wird der erlittene Schaden reduziert. Das heißt, Armor reduziert ja schon mal grundsätzlich den Schaden und dann wird mit Block nochmal mehr Schaden reduziert. Das heißt, Armor und Block, die verstehen sich gut. Und deswegen macht das bei einem Warrior dann einfach mehr Sinn. Bei einem Gladi könnt ihr, wie gesagt, ein bisschen anders tempern. Aber da macht man mit, wenn man statt Ausweichen Armor nimmt, macht man auch nichts falsch. Jedoch würde ich Block auf jeden Fall mit tempern, auch beim Gladi. Weil Block ist dann eigentlich schon sinnvoll, ja. Ansonsten, ja, die DD ist wie gesagt alle auf Attack, Crit, Impale. Das ist halt Aufspießen auf Deutsch. Das macht schon Sinn. Und die Healer eben auch auf Attack, Crit und HP. Aber ich denke mal, wenn man, auch wenn man als DD dann zum Beispiel den dritten Stat HP macht, das ist auch nicht falsch. Das muss man aber, wie gesagt, das muss man abwägen und für sich selber wissen. Es kann ja sein, zum Beispiel als Assassine zum Beispiel, würde ich, gerade weil man neben dem Tank steht, da würde ich wahrscheinlich sogar auch direkt HP mit reinmachen, weil du einfach viel zu oft irgendwelche Fähigkeiten abbekommst, die zwei Gegner treffen, diese ganzen Splash-Fähigkeiten und wie sie alle heißen, ja. Da macht es dann auf jeden Fall Sinn, dass man sagt, dass man von vornherein sagt, okay, bei einem Assassinen zum Beispiel, da gehe ich direkt mit auf HP als Temper-Stat. Aber bei den Range-DDs, da würde ich eigentlich zu 99,9% immer sagen, aufspießen vor HP. Aber wie gesagt, das muss eigentlich, letztendlich muss es dann jeder selber für sich wissen. Ansonsten gibt es jetzt an der Stelle, glaube ich, zum Tempern nichts mehr zu sagen. Wenn ihr das Video gut fandet und den Guide informativ, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Wenn ihr das Video schlecht fandet, wieso auch immer, dürft ihr das natürlich auch sagen. Also konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Konstruktiv, wohlgemerkt. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye bye.